Ja, liebe Leute, es geht endlich weiter mit Let's Play GTA Vice City. Schön, dass ihr wieder dabei seid mit unserem kleinen Projekt, dem Remake auf der PlayStation 5, der Definitive Edition. Ach, ich feiere das Game so extrem, ich feiere es. Wir fahren als nächstes zum C. Achso, das ist eine gute Decke. Ich dachte, der wäre irgendwie überfahren worden. Warte mal, kann ich das irgendwie mir mal markieren, das Ding? Ich meine, es ist nicht weit. Ja gut, es ist nicht weit, wirklich nicht weit. Ja, wir fahren zum C, sprich zum Colonel. Boah, Alter. Und dann biegt doch nicht einfach ab, du Idiot. Alter Verwalter. Ja. Schön, dass ihr auf jeden Fall wieder am Start seid hier in meinem Let's Play zu GTA Vice City. Und wir wollen natürlich. Ich will mal ganz kurz was hier unten gucken. Keine Sorge, ich bin sofort. Geht's weiter? Ha, das wollte ich was. Das wollte ich haben. Ich wollte gerade sagen, ich kann erinnere mich doch, dass hier noch ein Päckchen irgendwo rumkreucht vielleicht. Ich weiß nicht, ob wir alle 100 finden. Keine Ahnung. Gucken. Ja, wahrscheinlich nicht. Aber. Dazu müsste ich die Originalpunkte kennen und ich kenne sie leider nicht mehr, da ich auch die Karte, glaube ich, meines Wissens nicht mehr habe. Ja. Deswegen. Der Verräter heißt die Mission. Mr. Versetti, Colonel, thank you for coming. Please sit. Lobster. No, thanks. I am ashamed to admit that one of the causes of our mutual problem appears to have been the loose tongue of a man I used to trust. I've been carrying Gonzalez for years, but now his incompetence reaches new heights. It's only right that you kill Gonzalez. Did he do it? It's the money that's important to me. For this kindness, I'll reward you. And then we will find your money together. He will be at his penthouse, half drunk probably. Use this. Eine Kettensäge? Ach, die Mission ist das. Ich erinnere mich. Erledige Gonzales. Das können wir doch mit der Waffe machen. Wir haben doch Waffen. Oder müssen wir das mit der Kettensäge machen? Gonzales, war das nicht der komische Geschäftspartner von dem Colonel? Mercedes hat es doch da irgendwas vorgestellt. Ich bin mir jetzt gerade aber nicht mehr zu 100% sicher. Ich habe das Spiel gestern angefangen. Ich habe es gestern noch gehabt, aber ich kann mir auch nicht immer alles merken. Aber ich meine, es wäre der Geschäftspartner gewesen, dass er den jetzt erledigen soll. Na gut, dann machen wir das doch mal glatt. Ich feiere den Soundtrack. Also wie gesagt, GTA Vice City wird auf den 14 Uhr Slot kommen. Wenn Formel 1 kommt, endet Vice City am Donnerstag und kommt am Montag wieder. Ansonsten ziehen wir es durch. Aber wie gesagt, ich feiere das Game und ich freue mich, wie gesagt, dass ihr dabei seid, mit mir gemeinsam wieder die 80er Jahre aufleben zu lassen und dieses Stück Gaming-Geschichte sowieso. Und ich feiere es, wie gesagt, extrem. Entschuldigung, alle können scheiße, alle können nicht Auto fahren, nur ich. Fick da, ich habe Vorfahrt. So. Also wie gesagt, 100 Päckchen, glaube ich ja nicht. Dazu müsste ich halt, wie gesagt, alle Slots kennen, alle Punkte kennen. Oh. Oh, Alter, fahrt doch mal! Alter, ihr schleicht. Ja, den Club hier können wir ja auch kaufen, aber das können wir erst. So. Ich mach das eh mit der Waffe. Wir müssen es also tatsächlich mit der Dings machen. Entschuldigung. Stand still and I'll make it quick.
Erledigt. So, begib dich zu Payne's Bay in Weiß Point. Was ist hier los? Klar, die Cops sind. Ach, wäre eh sowieso ein Dings gewesen, aber ist egal, ist nicht schlimm. Der Polizist war jetzt gerade mal nicht auf mich interessiert, hat mehr interessiert. So. Diesmal kostet es nichts, kostet sonst normalerweise 100 Dollar. Das heißt, wenn wir uns jetzt nichts. Oh. Ja, egal. So. Die nächste Mission. Wir machen natürlich noch eine weitere Mission. Das wird natürlich klar sein. Wir sind gerade mal bei 8 Minuten. Wir haben noch eine Colonel-Mission. Die würde ich mal gerne machen. Karte. Da. So, er wird eine Avery-Mission. Ja, ich weiß, welche Mission das ist. Die mit dem Avery. Definitiv kriegt die Quest, aber die werden wir wahrscheinlich jetzt auch. Müssen wir die fahren? Ich glaube, das ist diese Mission. Ich glaube, das ist die Mission. Wisst ihr was? Wir bringen sie hinter uns. Ich glaube, das ist die richtige Mission. Also, ganz alles haben wir erledigt. Die nächste Mission. Ja, ist eine der, wenn das die ist, ich meine mich aber zu erinnern, die absolut eine der nervigsten Missionen überhaupt und eine der anstrengendsten Missionen überhaupt und eine der ekelhaftesten Missionen überhaupt. Aber wie gesagt, wir müssen sie irgendwann durchziehen. Wir werden sie auch durchziehen. Und ich weiß, dass sie jetzt irgendwann kommt. Genau. Ja, sie ist es. Ich glaube, ihr wisst alle schon, die GTA, weißt du, die gespielt haben. Oder ist das die? Doch, hier ist richtig. Ja. Ich glaube, ihr wisst alle schon, um welche Mission es geht. Natürlich. Wir stehen nicht umsonst hier. Nämlich die Mission Schutt und Asche. Now look here, son. I got a problem and I reckon you could help me with it. I'm no builder. No, I was thinking more of your demolitions. Ja, es ist die. Now this here, this is the development as planned and this. This is the property that we're looking at. You're trying to say this new office block is kind of in the way. Catch on quick. Now I'm going to head out of town for a while, and if that office development were to face sudden and insurmountable structural problems, then I... As a civil-minded individual, you feel obliged to step in and save the rejuvenation of an important area of the city. Where can I get more guys like you? Ja, genau. Begib dich zur Höfernwaage und nahe zu dem Ab. Nahe dem zum Abriss. Moment, warte mal. Halt. Abriss? Sollte das nicht gebaut werden? Warte mal. Oder bin ich jetzt gerade einfach nur komplett out of order? Nahe dem zum Abriss? Soll das Ding wirklich abgebaut, abgerissen werden? Ich dachte, das wäre jetzt ein Bürogebäude zum Bauen. Ja, es ist nach wie vor, wie gesagt, ihr wisst alle, welche Mission das ist, aber bin ich jetzt gerade irritiert? Bist du ferngesteuerte Helikopter und Bomben zu 14 an dem zum Abriss vorgesehenen Gebäude? Okay, ich dachte, das wäre ein Baugebäude und das würde den einfach ein bisschen nerven. Oh Gott. Ja, leider kann er nur noch eine Bombe machen. Okay. Ich muss mich jetzt noch ein bisschen reinarbeiten. Verbleibende Ziele 4. Okay, versuchen wir es mal. Wir haben 7,5 Minuten Zeit. Das Ding hier zu machen. Übrigens gibt es auch sogar eine Trophäe, wenn ihr alle tötet. Aber das wäre mir jetzt wahrscheinlich. Das wäre mir jetzt einfach zu anstrengend, das auch noch zu machen.
Wir werden hoffen, dass wir die Mission hinkriegen heute. Am besten im Idealfall beim ersten Versuch. Wir haben sie, glaube ich, beim damaligen Durchspielen, haben wir sie beim dritten oder vierten Versuch geschafft. Ganz von oben weg. Also wir haben sie, glaube ich, damals, wir haben es, glaube ich, so gemacht, dass wir die von oben weg machen. Ich muss mich nur mal gerade ein bisschen orientieren. Nix. Hä? Ach, da hinten? Ach, ich bin in die falsche Richtung geflogen. So, jetzt muss ich nur hier gucken, dass ich wieder runterkomme. Aber das ist nicht das Problem. Da geht es direkt hoch, jawohl. So, wir haben 2 Minuten verblempert. Wir haben noch 5,5 für 2 Ziele. Ja, es ist mit einer der nervigsten Missionen überhaupt in GTA Vice City. Ich hoffe, dass wir sie, wie gesagt, noch beim ersten Mal hinpacken. Das wäre total toll. So, jetzt muss ich hier noch mal kurz rüber. Wie haben wir die 2? Okay, der will da irgendwie uns noch an den Kragen, aber das kriegt er nicht hin, weil er nicht durch das Ding durchkommt. Ich finde das aber manchmal lustig, wenn die NPCs einfach nur blöde gegen die Wand rennen. Oh, diese scheiß Heli, die Kamera ist natürlich Katastrophe. Aber hier ist noch einer. So. So, jetzt müssen wir noch mal runter. Die letzte Bombe holen. Warte mal. Ah, ich krieg das. Ich hasse diese. Hier müssen wir runter. Alter. Oder. Die Kamera ist. Einer hat ja damals. Einer hat hinter sich, ja. Jetzt brauchen wir noch die eine Kamera, eine Ding oben. Ne? Wir haben noch 3,5. Circa. Für die letzte Bombe. Ich finde es lustig, dass die doch nicht mal interessiert, wo der herkommt. Dass die also ich finde es gut, dass sie nicht uns aus dem Auto ziehen, doch. Alter. Auf zu schießen. Die sich gerade selber auf die Fresse gehauen. Warte mal. Ah, ich glaube, wir haben es geschafft. Weil die letzte Bombe ist, glaube ich, hier auf der Höhe. Ja, da hinten. Wir haben sie sogar beim ersten Mal hingekriegt. Geil! Ja, sie gehört zu den nervigsten Missionen in GTA Vice City. Ich weiß das. Und wir haben es hingekriegt. Wir haben 1000 Dollar gewonnen. Klar, die Trophäe werden wir nicht schaffen. Wir werden sie jetzt schon mal sicher nicht mehr auf Platin schaffen, weil uns dadurch leider die Links fehlt. Aber ist egal. Hauptsache, wir haben es hinbekommen. Das ist zumindest mal das Wichtigste. Und das sogar beim ersten Versuch. So, jetzt kurz mal zum K. Zum C. Zum C. Ja. Zum C.
Vermissen zum Colonel möchte ich gerne nochmal. Wie viel haben wir jetzt? Haben wir schon Zeit wieder? Ja, wir haben schon wieder Zeit. Wir fahren noch kurz um 10 und dann mache ich hier einen Break. Weil es schon wieder Zeit ist. Frage, kann der hier wie im Original nicht schwimmen? Ach schön, wir haben sogar die nervige Mission weg, Alter. Das geht. Toll. Sehr gut. Warte mal, ich glaube, ich mich zu erinnern, dass hier oben irgendwo. War hier nicht ein Hubschrauberlandeplatz und da. Nee, war nicht hier, ne? Das war ein Stück weiter hinten. Warte mal, ich erinnere mich, dass hier irgendwo ein Hubschrauberlandeplatz ist und der Stück hier weiter hinten drin ist. Und da müsste ein Päckchen sein. Und zwar war der hier? Nee, war der? Ich dachte, das wäre hier gewesen. Hier ist der Landeplatz. Aber ich glaube, da ist kein. Schade, ich dachte, das wäre ein Päckchen gewesen. Es gibt einen Hubschrauberlandeplatz mit einem Päckchen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber okay. Ich muss nicht unbedingt, wie gesagt, die Päckchen sammeln. Ich wäre schön, klar, wäre es cool, aber das würde dann, glaube ich, ein bisschen den Rahmen vom Let's Play springen. Und wie gesagt, ich kenne auch nicht alle 100% alle auswendig. Gut, das wusste ich zufällig hier unten. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play GTA Vice City und dann gucken wir, was der Colonel von uns möchte. Bis dann, tschüss.